Manfred Buchberger und sein Team haben keine Kosten und Mühen gescheut, um hier wirklich optimale Bedingungen zu schaffen. Wir sind hier zum 10. Mal St. Georgen am Walde, ist Austragungsort der österreichischen Mountainbike-Marathon-Staatsmeisterschaft. Der Verein Schorchi ist Ausrichter und die Gemeinde St. Georgen am Walde ist hier natürlich schon in froher Stimmung. Alles freut sich auf den ersten Start und es geht in knapp 20 Minuten hier los. Es ist wieder eine geile Geschichte heuer in St. Georgen. Es wieder passt super dazu. Staatsmeisterschaften hoffen auf ein interessantes und spektakuläres Rennen. Die Topstars sind da, Lakata, Geismeier, Hochenwarter, Sukup. Also ich bin echt schon neugierig, was das für ein Rennen wird jetzt. Ja. Und was hast du dir für heute vorgenommen? Als regierender Staatsmeister sollst du eigentlich wieder der Sieg sein, oder? Kommen wir bei der letzten Frage an. Also ja, ich hoffe schon, dass ich den Titel verteidigen kann. Wie gesagt, es ist nicht einfach, speziell gegen einen Daniel Geismeier oder Christoph Sokup. Die sind auch schon Staatsmeister gewesen und das wird nicht einfach, aber nein, von der Strecke her habe ich nicht viel gewusst, ehrlich gesagt, deswegen bin ich da schon ein bisschen früher angereist, um mal die komplett anzuschauen. Ich habe schon gehört, dass er zäh ist oder schwer ist, speziell wenn es schlechtes Wetter hat, aber heute haben wir ja super Traumwetter und man, da steht der Sache nichts mehr im Wege und ich hoffe schon, dass ich die Streifen noch mal ein Jahr weiterhin fahren kann, weil ich echt die Strecke finde ich echt würdig, also für die Staatsmeisterschaft sowieso, aber wenn sie noch vielleicht ein bisschen länger wäre, für mehr. Und es ist schon, wie gesagt, macht Spaß.
oder setzt sich hier auf 26er durch. Der Nummer 1 gibt zweifacher Weltmeister Alban Lakata. Ganz dramatisches Finish. Nur wenige Meter trennen die beiden. Also Vizestaatsmeister Alban Lakata mit der Startnummer 1. Und der neue Mountainbike-Marathon-Staatsmeister heißt Christoph Suko. Alban ist Weltklasse, Daniel ist Weltklasse, Hermann ist leider nicht hier, aber ich habe wirklich alles versucht heute. Ich wollte noch keine Blöße geben. Ja, ich bin sehr aktiv gefahren, habe auch mitgearbeitet in der Spitze. Also ich muss sagen, ich glaube, es ist verdient, dass ich gewonnen habe. Wie hat sich das abgespielt, da kurz vor dem Ziel? Schilder uns das ein bisschen. Ja, es war so, ich habe gewusst, bei Kilometer 12 und bei Kilometer 50 die letzten Anstiege. Ich habe gewusst, es wird zusammenbleiben. Dreier- oder Vierergruppe, wenn wir einfach so stark sind. Und wir konnten leider am ersten Bergschnitt folgen. Jetzt ist es um die Medaillen gegangen und uns dreier nur um die Farbe eigentlich, wenn nichts sonst passiert. Ja, also ich war zwischendurch mental ziemlich fertig, weil einfach ungewiss ist, eben was man macht, man will gewinnen, aber ich habe gewusst, dass ich eigentlich immer früher der schlechteste bin. Aber meine Längsleistung hat gezeigt, dass es wirklich gut passen könnte. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Neuer Mountainbike-Marathon-Staatsmeister Christoph Suko. Ein schöner Applaus hier, bitte. Die Kitzalpike und jetzt kommt sie hier ins Ziel. Sabine Sommer ist es zu glauben, biegt um die letzte Kurve und hat im Finish den Staatsmeistertitel geholt. Großer Jubel! Ja! Und das Landesmeistertitel! Sabine Sommer! Sabine Sommer ist die neue Mountainbike-Marathon-Staatsmeisterin 2016. Sie hat also nach der Kürzung auch noch heuer gewonnen und das ist doch eine super Leistung. Wir gratulieren sehr, sehr herzlich. Sie ist damit jetzt schon zum sechsten Mal Siegerin beim Rallye-Preis am Mountainbike-Marathon. Liebe Sabine, aber ich glaube, der heurige Sieg, der bedeutet ganz besonders viel. So, wo ist die Kleidung gefallen? Da kommt die Kinder bitte. Ja, das sind aber am Anfang Eckerlinger. Die Wechseln gebrochen, habe ich geschaut, wir waren uns halt auch stark gefallen. Dann ist sogar den weniger Radseiten aufgeschossen, wie es am Anfang gegangen ist. Aber doch, jetzt muss ich schauen. Aber schaut, dass ich mich gut verpflegt. Und es hat super funktioniert, wieder bei den Armen. Und dann im vorletzten Anstieg war dann die Christine vom Wind hoch. Da hast du dann attackiert oder ist sie zurückgefallen oder wie hat sie das abgespielt? Nein, sie hat irgendein Problem gehabt, weil sie ist gestanden immer raus, es war ein kleines Stück bergauf. Sie hat dort schon und dann ist eben im Oberschenkel gegriffen, ich glaube, sie hat unter ein Problem da angehabt. Aber ja, ich muss einfach gut und beide Seiten und ich glaube, man muss aber auch mal den Termin besser fahren, dass man überhaupt nicht gewinnen kann. Sehr herzlich, Sabine Sommer, der sechsfache Siegerin kann, ja, mit der Mountainbike-Marathon und heuer auch noch Staatsmeisterin in der Mountainbike-Marathon.